Also wenn ich Fahrradfahrer sehe ohne Helm, dann denke ich mir, die wissen nicht um die Gefahr. Die denken, ihnen passiert das nicht. Doch, auch denen kann das passieren. Und dann denke ich immer, setzt euch einen Helm auf. Die sind nicht mehr so schwer, die sind nicht mehr so groß und sehen auch gar nicht so schlecht mehr aus. Ich bin der Stefan. Das ist Ach mein so, Helm. echt, ist Ja, dein Helm? das ist mein Helm, ja. Ich selber kann mich an den Unfalltag leider nicht mehr erinnern. Man könnte sagen, dass meine Frau mich aufgeweckt hat. Also das war das Erste und das ist auch das Einprägsamste überhaupt gewesen. Ja, das war der erste Moment. Also der Arzt hat zu mir ganz klar gesagt, hätten Sie an dem Tag nicht den Helm aufgehabt, wären Sie sofort gestorben. Also dieser Helm hat mir Zeit erkauft, dass ich gefunden werden konnte. Dieser Helm hat mir das Leben gerettet, ohne Frage. Das Gesicht war zerdeppert, war kaputt. Und da, wo der Helm anfing, da blieb es heile. Und da war auch mir klar, ohne den Helm wär ich gestorben. Ich bin das beste Beispiel daran, dass ein Helm das Leben retten kann. Und dann versuche ich auch den Leuten das zu vermitteln. Und so Auge in Auge ist das natürlich perfekt. Da kann man gleich transportieren, dass man das nicht erfindet oder dass man irgendwie Mist erzählt. Als ich wach wurde, kam der Unfallchirurg, der mir mein Leben gerettet hat, und hat zu mir auch gesagt, diese Verletzung hätte ich mir selber zufügen wollen, hätte ich mit 70 alleine gegen eine Wand fahren müssen. Also, das war schon eine harte Zeit, das kann man so sagen. Deswegen bin ich auch wirklich sehr froh, dass der Helm da war, dass er funktioniert hat und dass ich meine Kinder noch erleben darf und meine Frau. Ich weiß ganz genau, ich will unbedingt wieder Fahrrad fahren. Ich kann es eigentlich kaum noch erwarten. Ich habe mir einen neuen Helm gekauft. Jetzt muss ich noch ein bisschen Geduld haben und dann gehe ich jetzt wieder los.